Hallo, ich möchte heute über zwei Dinge reden. Einerseits über Verhütungsartikel für junge Menschen und andererseits über gratis Hygieneprodukte. Es ist bekannt, dass jede menstruierende Person in ihrem Leben rund 20.000 Euro für Hygieneartikel ausgibt. Wir finden, das sollte nicht so sein. Jede zehnte Schülerin in Irland bleibt während ihrer Periode dem Unterricht fern, weil das Geld für Hygieneartikel nicht ausreicht. Wir sind der Meinung, dass Produkte, die alle Menschen betreffen, gratis vorhanden sein müssen. Außerdem finden wir, dass Verhütung ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben bietet. Damit Sexualität keine Frage des Kontostands sein muss, fordern wir kostenlose Verhütungsartikel für junge Menschen, egal ob hormonelle oder nicht hormoneller Art. Wir fordern für Österreich eine liberale Suchtmittelpolitik. Die jetzige restriktive Suchtmittelpolitik setzt Konsumentinnen unnötigen Gefahren aus und kriminalisiert sie. Deshalb fordern wir zwei Dinge. Einerseits eine Legalisierung von Cannabis samt nötiger Aufklärungs- und Suchtpräventionsarbeit. Andererseits einen Konsumraum nach Berliner Vorbild, in dem es möglich sein muss, illegale Substanzen auf Reinheit und Qualität überprüfen zu lassen und jene dann auch unter ärztlicher Aufsicht zu konsumieren. Klar machen zum Ändern.